So, eine Kleinigkeit hatte ich noch vergessen, weil auf unserem Programm auch steht, Voronoi Muster mit MeshLab, also diese schönen Strukturmuster, die man bei Thingiverse auch teilweise bewundern kann. Wenn man hier nach Voronoi sucht, bekommt man alle möglichen Sachen, Lampen, Gegenstände mit diesem Muster drauf. Alles Dinge, die man schon mal mit OpenSCAD gemacht hat und die jetzt eben mit extrem wenig Material, aber einer relativ stabilen, wurzelartigen Stützstruktur gedruckt werden sollen. Wie heißt es? Voronoi. Voronoi gibt es auch auf Wikipedia. Der Herr Voronoi hat das erfunden, wobei der mit W geschrieben wird. Voronoi. Georgian, genau, ein russisch-ukrainischer Mathematiker. Und der hat die Formel gefunden für quasi eine Gleichverteilung von Flächen auf runden Gegenständen, was halt nicht so einfach ist, dass es regelmäßige Muster sein sollen, sondern so eine Art Zufallsprinzip ist da auch noch mit dabei, dass die Löcher nicht größer werden als eine bestimmte bestimmter Radius, aber auch nicht kleiner werden, sodass sie verschwimmen. Und diese Voronoi-Muster, die sind halt teilweise ziemlich beliebt, machen das Objekt natürlich jetzt nicht stabiler, aber sorgen dafür, dass es mit extrem wenig Material gedruckt werden kann. Und wie gesagt, man kann dann auch Lampen draus bauen, alles was so luftig ist. Und gerade für die Laserdrucker ist das toll, weil man dann sehr wenig Material braucht und das Resin nicht irgendwo in Hohlräumen sich sammelt und später das Objekt nach dem Ausdrucken kaputt macht. Ja, das Prinzip ist einfach. Wir gestalten mit OpenSCAD oder einem anderen Programm zunächst mal ein ganz normales, solides Objekt, was wir dann mit Hilfe dieses Voronoi-Verfahren aushöhlen und auch drucken können. Um das so kurz wie möglich zu machen, weil ich will ja auch noch ein bisschen OpenSCAD mit euch machen, habe ich das hier auf einer Thingiverse-Seite, also die Seite, die ich damals gefunden habe und die ich auch ausprobiert habe, so wie es da steht, funktioniert es auch, würde ich einfach von dort übernehmen und in ein Dokument reinschreiben. Und noch ein paar Tipps dazu, denn, ich will das doch bloß markieren. So. Neues Dokument. Voronoi Muster auf STL-Dateien legen mit MeshLab. Anleitung gemäß dieser Seite. Und Tipps dazu. Nach jedem Schritt unbedingt die noch gebrauchten Layer sichern. Man kann auch das ganze Projekt sichern, da sind alle Layer drin. Wichtig auch beim MeshLab, in MeshLab sollte man einige Ansichten aktivieren. Das MeshLab finden wir bei Knoppix unter Grafik, müsste es sein. Das ist eine aus JIT gebaute Version, das sollte eigentlich die aktuellste sein, trotzdem meldet die am Anfang immer, dass ich eine alte Version benutze und dass ich doch auf die 2016.12 upgraden soll, die im Dezember 2016 released wurde. Aber das ist eigentlich schon die neueste von 2018.04, also irgendwo ist eine Abfrage falsch. So sieht MeshLab aus. In MeshLab rein können wir zum Beispiel STL-Dateien laden, aber auch die Ergebnisse von 3D-Scans. Import Mesh wäre hier die richtige Funktion. Unter 3D,
Was haben wir da alles? Pinguin zum Beispiel. Ah, den habe ich aber leider nicht als STL. Topics-Tage. Ja, das macht zwar nur eingeschränkt Sinn, aber diesen Griff hier könnte man zum Beispiel als Voro-Neumuster neu gestalten, wodurch er sicherlich nicht stabiler wird, aber zum Zeigen reicht's. Gut, die Ansicht hier ist jetzt automatisch aufgegangen. Das ist standardmäßig nicht immer so, aber wichtig, Show-Layer-Dialog. Das ist ähnlich wie bei GIMP, dass wir jede Schicht, die wir neu hinzufügen, und das sind halt jetzt dreidimensionale Schichten und nicht wie bei GIMP zweidimensionale Schichten, dass man die auch sehen und einzeln an- und abschalten kann und auch einzeln speichern kann. Ja, das wäre also wichtig. Folgende Ansichten, Show-Layer-Dialog. Und das ist unter View. Und auch durchaus nützlich ist unter Rendering sich anzugucken, ob es irgendwelche Probleme mit dem Mapping gibt. Das muss ich mal gucken. Das war früher mal hier. Das ist inzwischen wohl woanders gelandet, dass man dort Löcher sehen kann, die nicht sein sollten und so. Ja, das Nose Tools ist ein bisschen anders, als ich es von früher kenne. Show Axis kann man machen. Die Shaders, ich suche das, wo man die Linien und die Punkte sehen kann. Fullscreen, Nose Tools, Filters. Ich vermute, dass das unter Render ist. Na gut, es geht eigentlich auch so. Wobei, ab einem bestimmten Punkt hätte ich auch schon ganz gerne die Punkte gesehen. Das soll man ja nie machen. Kurz vor einem Vortrag ein Programm updaten. Naja, Options. Hier oben ist es auch nochmal drin. Hier sieht man Wireframe, das heißt, das Ganze als Linien dargestellt. Das ist oft auch schon hilfreich, um zu sehen, wo diese kleinen Dreiecke liegen können. Dann die Punktwolke. Das sind tatsächlich die Scan-Punkte sozusagen. Muss ich die anderen Ansichten ausmachen. Ja, man sieht es jetzt etwas schlecht. Wenn man ranzoomt, vielleicht ein bisschen besser. Das sind jetzt nur noch die Eckpunkte gezeichnet, aus denen das Objekt besteht. Und diese Flächen zwischendrin nicht mehr mit dem Wireframe. Kommen dann auch noch Linien zwischen die Punkte. Ja, so sieht man, dass es gar nicht so einfach ist, einen 3D-Körper zu designen, wenn man nur die Punkte hat, weil man dann die Flächen noch irgendwo berechnen muss. Nächster Schritt wäre dann mit Shading, dass man die Flächen auch farblich darstellt, dass man sieht, was außen und innen ist. Und in dieser Ansicht sieht man am meisten, obwohl es so ein bisschen überfrachtet mit Linien aussieht. Ja, das ist jetzt unser Objekt und auf das wollen wir das Voro-Neumuster legen. Ja, und dann folgt man quasi der Anleitung. Genau, hier anzeigen als Wireframe plus Punkte plus Flächen. Ist oben in den Buttons drin. Bei bestimmten Operationen lohnt es sich auch nur die Punkte zu sehen. Das steht aber in der Beschreibung. Das ist der Hilfe, hast du jetzt hier aufgemacht? Das habe ich jetzt einfach mit Import Mesh eingebunden. Ja. Ich schreibe das noch dazu, STL oder Punktwolken.p. Y. Können mit Import Mesh eingebunden werden.
So, noch habe ich an diesem Objekt nichts verändert, deswegen muss ich jetzt auch noch nicht speichern. Wenn man jetzt nach der Anleitung vorgehen würde, käme Filters, Remeshing, Simplification and Reconstruction, Surface Reconstruction, VCG. Das ist, um dem Objekte Punkte rauszunehmen, wenn die zu viel sind. In dem Fall braucht man das eigentlich nicht zu machen, weil dieser Griff nur ganz wenige Punkte hat im Außenbereich. Hier kann man auch Punkte hinzufügen. Wenn man auf 0,5 geht, erhöht man quasi die Auflösung. Ja, das können wir vielleicht einfach mal machen. Also wir müssen nicht die ganze Anleitung durchgehen. Das schaffen wir auch gar nicht. Filters, Remeshing, Simplification and Reconstruction. Und da haben wir Surface Reconstruction VCG. Zu jedem Punkt gibt es so ein Bubble Help, das sagt, wie die Mathematik hinter dem jeweiligen Algorithmus ist, wofür der gut ist und so weiter. Ist teilweise nicht ganz selbsterklärend. Das Programm ist sowieso ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dauert etwas länger, bis man das verstanden hat. Wenn man hier auf Hilfe klickt, dann klappt ein Zusatzfenster auf, was neben jede Box nochmal schreibt, was dafür, wofür die da ist. Und dann kann man eigentlich für jede Box auch nochmal im Internet recherchieren, was man da am besten eintragen kann. Hier wurde jetzt empfohlen, die Auflösung auf 0,5 zu stellen und damit werden mehr Punkte erzeugt. Bei Apply wird es angewandt. Ja, sieht man hier vielleicht, dass es jetzt mehr Linien, mehr Punkte hat. Jetzt kann ich die alte Version ausblenden. Ja, jetzt sehe ich nur die neue, die jetzt etwas glatter aussieht, weil er jetzt noch Zwischenpunkte eingefügt hat, die das Ganze so ein bisschen abrunden. Je mehr Zwischenpunkte, je höher die Auflösung, desto langsamer wird es natürlich auch gerendert. Auch hier kann man jetzt wieder die Wireframe und die Punkteansicht anschauen und siehe da, jetzt haben wir aus dem Objekt, was ursprünglich nur ganz wenig Punkte hatte, ja, zum Vergleich, so sah es vorher aus, haben wir eins gemacht, was ganz viele Punkte hat. Wir haben also quasi die Auflösung erhöht und die Punkte gleichmäßig verteilt. Ja? Und die nächsten Schritte, die jetzt kommen, sind dazu da, um das weiter zu homogenisieren, aber später auch wieder ein bisschen zu vereinfachen. Und der Punkt, wo jetzt das eigentliche Voronoi-Muster draufgelegt wird, ist Resonance Color Quality Poisson Disk. Genau, da werden Punkte draufgelegt, die so ein bisschen eine Gleichverteilung machen. Und um diese Punkte herum wird dann ein Quality, also ein qualitätsbasiertes Remeshing gemacht aufgrund dieses Voronoi-Algorithmus. Select faces by vertex quality, render color, delete selected faces. Ich glaube, in Smoothing sind wir schon zu weit. Poison Dissampling, also es sind schon etliche, hier ist es, Voronoi Vertex Coloring bei Sampling. Ja, das legt erstmal Bereiche fest, um die dieses Muster drumherum gezeichnet wird. Die lässt man dann wachsen und ein bisschen so verschmieren, dass es glatt wird. Und dann entfernt man die, sodass Löcher entstehen. Es bleibt dann nur dieses Außengerüst übrig. Und das wird dann nochmal mit so einem Poisson-Filter geglättet. Ja? Also es ist keine 3-Schritt-Anleitung, sondern es sind ungefähr 7 Schritte, die man durch dieses Programm gehen muss. Wie gesagt, bei jedem Schritt speichert man das, was man behalten will. Ja? Das Original hier, das brauche ich nicht mehr. Das kann ich löschen. Delete Current Mesh. Und dieses neue Mesh, ja, was jetzt diesen ersten Filter, der in der Anleitung drin war, beinhaltet, das kann ich jetzt speichern. Export Mesh und kann dem irgendeinen Namen geben, Test oder Schritt 1. So, ja. Und jetzt kann ich den nächsten Schritt machen und wenn es bei irgendeinem Schritt crasht und wie gesagt, dieses Programm hat so die Tendenz, wenn man auch nur einen kleinen Fehler macht oder die Reihenfolge nicht einhält, dann macht es einfach Patch und ist es weg. Dann kann man den zuletzt durchgeführten Schritt halt immer wieder laden und den nächsten Schritt dann machen. Gut, was erhält man am Ende? Am Ende
kommt dann ein Voronoi-Muster raus. Da habe ich schon ein Beispiel, das, was draußen auf dem Tisch steht, gespeichert. Jetzt sortieren nach Farben. hsklegg.stl. So, das war das Original-Ei. Ja, so sah es aus, bevor ich das mit MeshLab in Voronoi-Muster zerlegt oder mit Voronoi erzeugt habe. Und so sieht es dann anschließend aus. Also jetzt nur der Außenbereich mit dem Ei. Ja, nach diesen vielen Schritten kommt also was raus, was diese schöne Wurzelstruktur hat. Und das kann ich dann entweder in OpenSCAD mit Translate, Rotate und so weiter mit anderen Körpern zusammensetzen oder auch hier im Slicer direkt mit anderen Formen kombinieren. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel den Ständer von dem Ei mit dem Logo drin einfach mit einfügen. Ja, ich lege da das Ei drüber. Ja, passt so einigermaßen. Das ist im Slicer. Ist im Slicer. Genau, ich habe zwei STL-Dateien im Slicer geladen und die verschiebe ich hier einfach ineinander. Ja. Mit der Ansicht von oben kann man es ein bisschen präziser übereinander legen, sodass es passt. Ja. Natürlich, wie gesagt, könnte ich es auch in OpenSCAD machen und dann mit den genauen Zentimeter- oder Millimeter-Angaben übereinander schieben. Gut, und das kann ich jetzt auf meinen Laser-3D-Drucker schicken, der mir dann dieses Ei mit dem Logo da drin ausdrucken kann. Das ist so designt, dass es von unten nach oben spitz zuläuft, also sich ohne Stützmaterial hervorragend drucken lässt. Ja, und wie die Schrift da unten im Sockel funktioniert, das machen wir jetzt auch noch in OpenSCAD. Das gehört zu dem noch fehlenden Teil, fortgeschrittene Programmierung in OpenSCAD. Wenn ich das Ganze nochmal als STL speichern möchte, also in der zusammengesetzten Form, das geht übrigens im Slicer auch, mit Export STL kann ich sagen, Egg Voronoi mit Stand Wirtschaftsinformatik.stl. Ja, dann speichert er das Ganze, beide Formen zusammen nochmal als STL. Ja, mit diesem MeshLab kann man auch noch weitere ganz witzige Sachen machen, zum Beispiel Objekte aushöhlen. Das ist aber an einer Stelle, wo man es nicht erwartet. Also ich hätte jetzt eigentlich sowas wie Hollow erwartet oder so. Tatsächlich versteckt sich das unter Uniform Mesh Resampling. Aber das machen wir dann irgendwann mal in einem etwas detaillierteren MeshLab-Kurs, wenn wir mehr Zeit haben. Und wenn ich hier angebe Absolute Distance, dann nimmt er die Außenhülle von einem Objekt und hier kann ich jetzt sagen, ich möchte von allen Abmessungen 2% nach außen und innen gehen. Ja, je kleiner man das wählt, bei Offset ist das, Entschuldigung, bei Offset 1 mm, 2 mm, dann geht er von der Außenhülle 2 mm außen und 2 mm nach innen und schneidet den Rest weg. Dann habe ich das Objekt ausgehöhlt und spare so auch beim Drucken jede Menge Material. Was ich hiermit leider noch nicht geschafft habe, und das ist nicht ganz so einfach, ist, dass man nur die Außenhülle so lässt, wie sie ist, und dann nach innen einen entsprechenden Abstand produziert. Und je feiner das hier oben eingestellt ist, in dieser Prozentzahl 0,5 zum Beispiel, desto präziser wird diese Oberfläche gerendert. Ja. Solche Sachen brauchen ziemlich viel Speicher, ne, könnte jetzt etwas länger dauern. Ich probiere es einfach mal. So, close. Ja, man sieht, es ist auch nach außen gewachsen, das ist halt dann nicht so schön. Es ist innen komplett hohl, das sieht man eigentlich erst, wenn man die untere Seite abschneidet. Das mit dem Abschneiden von Seiten, das kann man wieder im Slicer machen. Ich speichere das mal wieder als STL. Export Mesh S. Test.stl.
halt, das war das falsche Format, da stand noch PLY drin, das wollte ich nicht. Export Mesh as test.stl und zwar im STL-Format. Okay. Da kann ich jetzt mit dem Cut sagen, dass ich nur den oberen Teil behalten möchte, den unteren wegschmeißen. So, noch bis etwa zur Hälfte. Okay. Perform Cut. Na, ich habe es leider nicht weit genug aufgeschnitten. Also man sieht es leider nicht, dass es innen hohl ist. Es ist auch 2 mm nach außen und nach innen. Also der hohle Teil wird wahrscheinlich nicht so gut sichtbar sein. Wenn man es einfach mal slicen lässt, haben wir vielleicht Glück und sehen vom Innenleben ein bisschen was. Ja gut, also hier sieht man es. Ne? Da wo die Schraublöcher sind, da ist es noch gefüllt und hier ist es halt jetzt komplett hohl. Und das war im Original eben nicht der Fall. Also 2 mm oder 4 mm vom Rand ist es dann ausgehöhlt. Ja, das sind also ganz witzige Dinge, die man mit dem MeshLab machen kann. Aber wie gesagt, es ist ein Programm eher für Mathematiker und die Lernkurve ist sehr hoch. Dafür kann man Objekte, die sich nicht drucken lassen wollen, hiermit reparieren und auch die Formen verändern oder auch Formen übereinander legen. Einige dieser Optionen, die hier drin sind, habe ich noch mit reinkompiliert für die Knoppix, die normalerweise nicht drin sind. Gerade diese Sachen wie Difference und Intersection und so weiter, die kann das Programm eben auch. Und zum Beispiel Würfel drüber legen und dann die Ecken drumherum abschneiden. Ja, und unter Cleaning und Repairing kann man auch schlecht designte Objekte aus Blender und Co. so vorbereiten, dass sie sich dann doch drucken lassen, indem man doppelte Flächen entfernt oder Punkte, die nirgendwo verbunden sind, entfernt, Objekte vereinfachen, Objekte, die nicht wasserdicht sind, wasserdicht machen. Hier gibt es auch noch eine Option, um Löcher zu schließen, Close Holes, dann gibt man an, wie groß diese Löcher sein dürfen und dann zieht er da einfach quasi wieder wie so eine Folie drüber und macht das Objekt damit druckbar. Also es ist ein ganz praktisches Zusatzprogramm. Zum Designen würde ich es nicht nehmen, aber zum Reparieren und zum Nachbearbeiten von 3D-Scans ist es überaus praktisch und hat halt auch diese Filterfunktionen für Voronoi und andere Muster für die Oberflächen. So, jetzt würde ich gerne wieder einen Switch machen in Richtung OpenSCAD und da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Das war bei den Minion. Habt ihr das noch auf dem Schirm oder als Datei vorhanden? Ja, da haben wir dieses Minion gebastelt mit einer Hülle über 2 Kugeln. Eine ähnliche Funktion, mit der man sowas machen kann, ist Minkowski. Hatten wir die schon? Ich erinnere mich, wie ich es mal erwähnt hatte. Hatten wir schon, ne? Gut, dann brauche ich die nicht nochmal aufzuschreiben. Dann können wir auch gleich in die Textfunktion reingehen. Dann speichere ich das Ganze wieder unter neuem Namen. Unser sechstes OpenSCAD-Programm speichern unter Übung 06.scad.
Und die Überschrift über das hier ist das Kapitel von 2D nach 3D aus dem Tutorial. Dazu passt der Text ganz gut, denn ein Text ist grundsätzlich eine zweidimensionale Funktion. Ja, Texte werden einfach gemacht mit Text, runde Klammer auf, dann kommt der Text, den man schreiben möchte. Anführungszeichen, die doppelten, ja, also Gänsefüßchen oder wie man auf Rheinland-Pfälzisch sagt, Schweinebeine. Ja, warum auch immer. Gut. Und da ist unser Text. So, man kann natürlich mit dem Text noch einiges machen. Zum Beispiel die Größe verändern. Size gleich 20. Man kann sagen, wie die Buchstaben angeordnet sind. H align gleich Center. Dann werden alle Buchstaben horizontal zentriert. Das ist gar nicht so schlecht. Das entspricht in etwa dem, was Zylinder macht. Der positioniert sich ja mit seinem Auflagepunkt auch in der Mitte. Höhe hat diese Schrift jetzt noch keine übrigens. Also so lässt sie sich auch nicht drucken. Und wenn man die Buchstaben auch vertikal zentrieren will, wäre das V-Align gleich Center. Achtung, Center hier mit Anführungszeichen, das ist bei dieser Funktion so vorgeschrieben. Dann passiert mitunter was, was man nicht will, wenn man nämlich mehrere Buchstaben mit V-Align gleich Center hintereinander schreibt oder mehrere Texte, werden die immer an der Mittellinie ausgerichtet. Hätte ich also einen Text O gemacht und dann nochmal einen Text P, dann wäre das P gegenüber dem O nach oben verschoben. Das ist also mit etwas Vorsicht zu genießen, V-Align gleich Center zu machen. Ich würde es in der Regel, im Regelfall weglassen und nur H-Align gleich Center nehmen. Damit sitzt der Text immer auf der Grundlinie und die Buchstaben, die nach unten rausragen, die ragen dann halt auch nach unten aus. So, was gibt's noch? Zeichensätze. Die Zeichensätze müssen auf dem Rechner installiert sein, sonst funktioniert es nicht. Ja, ich kann jetzt mal einen Zeichensatz nehmen, den ich auf dem Rechner habe. QuickSend, das ist so ein Open-Source-Zeichensatz. Style gleich Bold. So, wenn ich jetzt auf die Eingabetaste drücke, bitte mal beobachten, was mit den Buchstaben passiert. Ja, habt ihr das gesehen? Die sind abgerundet worden. Dieser Quicksand-Zeichensatz hat abgerundete Buchstaben, was zum 3D-Drucken ganz super ist, weil die Überhänge dann nicht rausfallen, sondern sich sehr schön in den Rest integrieren. Außerdem kann sich der Kopf anlang von Kurven bewegen und muss nicht so scharfe Ecken machen, die meistens etwas verschmieren. Ja, und durch dieses Style gleich Bold wird das gleichzeitig in Boldface gesetzt. Ihr habt wahrscheinlich Arial auf euren Rechnern mit, wenn es Windows ist oder ein Linux mit den entsprechenden Microsoft-Zeichensätzen drauf, die man ja auch unter Linux nachinstallieren kann. Ja, mit Arial sieht das dann halt eben so aus. Gibt auch Fantasy-Zeichensätze, die dann aussehen wie die Runenfonts vom Herr der Ringe oder so. Man muss dann einfach nachgucken, wie heißt dieser Zeichensatz bei mir und gibt den dann an. Ich schreibe dann noch einen kleinen Kommentar dazu. Achtung, der Zeichensatz muss auch installiert sein. Nach dem Rendern und Speichern als STL ist der Zeichensatz aber umgerechnet in eine Polygonkurve. Das heißt, die STLs, die ihr so erzeugt und weitergebt, die sehen überall gleich aus, weil da nicht mehr der Zeichensatz drin ist, sondern die Punkte an den Rändern von den Buchstaben vermerkt sind. Ja? Nach dem Rendern und Speichern als STL sind aus den Zeichen Polygone bzw. Kurven
erzeugt. Das heißt, dann braucht man den Zeichensatz nicht mehr. Der Empfänger des STL braucht den Zeichensatz nicht mehr. Ja, wie die Zeichensätze heißen, das kann man in OpenOffice nachgucken, zum Beispiel Comic Sans MS, ja, die Windows-Anwender werden den haben. Genauso wie er da steht, mit allen Leerzeichen müsste dann eingetragen werden. Ja, wo habe ich es? Hier. Comic Sans MS, groß geschrieben. Ja, man sieht es vielleicht, die Buchstaben sind jetzt so ein bisschen geschwungen, sehen gezeichnet aus. Das wäre auch ganz nett für einen Schlüsselanhänger eigentlich. Gut, noch lässt sich das nicht drucken. Drucken können wir es erst, wenn wir die Schrift in die dritte Dimension, und das wäre eben die Z-Achse, also die Höhe, erweitert haben. Der Kommentar muss eigentlich ein Stückchen weiter oben sein, denn das Hochziehen ist wieder ein OpenSCAD-Kommando, das bezieht sich auf das, was folgt. Und der Befehl heißt linear extrude, linear unterstrich extrude, und hat einen Parameter height gleich, ja, zum Beispiel 10. Ja. Dahinter können dann ein oder mehrere Befehle kommen. Wenn nur ein Befehl kommt, kann man die Klammer auch weglassen. Ja, das hatten wir schon mal. Und voilà, jetzt haben wir was, was wir drucken können. Aber das wird nach dem Drucken natürlich auseinanderfallen, weil die einzelnen Buchstaben nur auf der Druckplatte fest sind und dann nachher abfallen werden. Das heißt, wir bräuchten unten drunter noch einen Cube oder sowas in der Art, damit das auch ordentlich hält und nach dem Drucken nicht auseinanderfällt. Dieses Linear Extrude hat noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel um etwas, während es nach oben gezogen wird, zu verdrehen. Da kann man einen Twist angeben, und zwar um wie viel Grad das gedreht werden soll. Twist gleich 360 wäre um 360 Grad. Nicht schön, aber selten. Machen wir es vielleicht etwas höher. Ja, 360 ist definitiv zu viel. So. Ja, brauchen wir das? Eigentlich sieht das hier für einen Schlüsselanhänger eher nach einem Fehler beim Programmieren aus. Aber zum Beispiel Schraubengewinde lassen sich so leicht herstellen. Ja, ich könnte einen 2D-Körper machen, zum Beispiel einen Kreis, und lasse den dann mit Linear Extrude von unten nach oben wachsen und mit Twist gleichzeitig um die Z-Achse rotieren. Dadurch bekomme ich so eine Spirale hin und kann ein Schraubengewinde herstellen. Gut, das kann man eigentlich so lassen, wie es ist. Ja, mit Linear Extrude können wir also von 2D nach 3D wandeln. Eine weitere Funktion, mit der das geht, da setzen wir es wieder um 100 nach rechts. Translate 100,0,0. Nächster Befehl wäre
Rotate Extrude. Da muss ich nochmal nachgucken, ob das wirklich so heißt. Ich verwende den Rotate Extrude nicht so oft, aber da ist er. Doch, Rotate Extrude. Na, so sieht es im Prinzip aus. Wir nehmen einen 2D-Körper, in dem Fall ist es ein Kreis, verschieben diesen zunächst mal vom Mittelpunkt etwas weg und lassen ihn dann um die Z-Achse rotieren, wobei er gleichzeitig aufgestellt wird. So, ich schreibe es mal dazu, was das Rotate Extrude macht. Rotate Extrude, Kommentarzeichen sollten natürlich schon sein. Stellt einen 2D-Körper senkrecht und lässt ihn um die Z-Achse rotieren. Das ist sehr strikt festgelegt. Man kann nicht sagen, wie weit er es drehen soll. Das würde ich mir manchmal wünschen. Manchmal brauche ich auch nur so einen Kreisbogen oder einen ausgeschnittenen Ring oder so. Rotate Extrude unterstützt aber nur eine komplette 360-Grad-Drehung um die Z-Achse, um aus einem 2D-Körper einen 3D-Körper zu machen. Ja, da jetzt nur ein Befehl folgt, kann ich das auch so machen. Translate 0,20. Warum nur zwei Zahlen? Naja, 2D-Körper haben nur X- und Y-Koordinate. Circle ist ein Kreis und der soll 10 breit sein. Must have the same coordinates. Ja, habe ich mich nur bezüglich X und Y geirrt. Gut, der typische Donut. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach rechts, 150. Ja. Soll genügend Abstand haben vom Recht, vom Rest. Ja, das ist also einfach ein Kreis, der senkrecht gestellt wurde, 20 nach rechts verschoben wurde und mit Rotate Extrude wird er jetzt um den Mittelpunkt gelaufen gelassen. Würde ich diesen Kreis vorher noch deformieren, zum Beispiel mit dem Kommando Scale, und zwar soll er nur halb so breit sein wie hoch. Ich rück das ein bisschen ein, dass man besser sieht, dass die Befehle zusammengehören. Ja, dann sieht es schon fast wie ein brauchbarer Ring für die Hand aus. Vielleicht sogar noch ein bisschen. 0,25 ist ein Viertel so breit wie hoch. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Und da es unten auch auf der Platte aufsitzt, kann man es sogar drucken. Obwohl die Auflagefläche relativ klein ist, müsste das gehen. Auch beim Zusammenziehen hat er da genug Platz, dass er nicht irgendwie von der Platte abspringt. Also das sollte einigermaßen gehen. Jetzt könnte man noch eine Gravur reinmachen, nämlich den Text außenrum. Mit Difference vielleicht und mit Rotate um den Mittelpunkt und hat dann einen beschrifteten Ring. Die Ringgröße steht übrigens quasi hier in Millimetern angegeben. Ja, so viel wie ich den Ring vom Mittelpunkt weg verschiebe, habe ich halt Platz für den Finger. So, Hull hatten wir, Rotate Extrude, Linear Extrude, Text extrudieren. Ah, noch ein Punkt von 2D nach 3D, Graufstufenbilder extrudieren. Das sind sogenannte Lithophane, kann man damit machen, also Bilder, die man von hinten mit einer Lampe beleuchtet, wo man dann das, was abgebildet ist, tatsächlich so als Schatten und Licht
erkennen kann. Ja, das geht mit der Funktion Surface. Surface nimmt eine Bilddatei, also tatsächlich im PNG-Format, und rechnet die Graustufen um in Höheneinheiten. Das muss man wirklich mal gemacht haben, um zu verstehen, wie es funktioniert, weil man da noch einiges beachten muss. Ich mache wieder ein Translate nach rechts. 200 müsste reichen. 0,0. Ein Graustufenbild als Relief. Darstellen Farbe oder Grauwert gleich Höhe. So, ja, damit ich das machen kann, brauche ich ja erstmal ein Graustufenbild. So, und da kann man eigentlich ad hoc eins zeichnen. Habe ich schon einen GIMP offen irgendwo? Ne, machen wir das ad hoc. So, Datei neu. Ne, kann man auch gleich ein bisschen was dazu erklären. Bildgrößen 1920x1080. Was würde das bedeuten? Wir haben dann 1920x1080 Punkte, die OpenSCAD verarbeiten muss. Das ist gigantisch. Ja, wenn man so ein Bild zeichnet oder versucht, ein OpenSCAD als Graustufenhöhen zu reinzuladen, wird auch der schnellste Rechner sofort in die Knie gehen. Sinnvoll sind so Werte im Bereich 200, ja, vielleicht maximal 300 Bildpunkte. Selbst diese VGA-Auflösung, die hier vorgeschlagen wird, mit 640x480, ist schon ein Haufen Holz, wenn man bedenkt, das muss alles in Polygone, in Höhen umgerechnet werden. Ja, ich nehme einfach mal 300 mal 200 und das ist eigentlich schon viel. Okay, ich hätte es aber gerne schwarz auf weiß. So. Dann haben wir hier einen Pinsel, der ist vielleicht ein bisschen groß geraten. Größe. So, dann könnte man das Bild noch etwas größer machen. So. Ja, dann malen wir aber was. Halt schwarz. Und der Pinsel, den ich verwenden will, soll so ein weicher Pinsel sein oder ein druckabhängiger Stift wäre eigentlich am besten. Ja, versuche es ist wert. Vielleicht noch eine Sonne dazu, die ein bisschen mehr Farbe hat. Ja, also man sieht, man kann sich da auch Kinder austoben lassen, sagen, zeichnet was Schönes und wir drucken das dann in 3D aus. Das sieht man übrigens auch auf dem Werbevideo für den Bocusini. Das ist ein Lebensmitteldrucker, der in Marzipan oder Schoko druckt. Da arbeiten die Kinder mit genau so einem Programm, zeichnen einfach irgendwas krickelkrackel auf ein Tablett drauf und es wird dann als Liniengrafik vom 3D-Drucker in Schokolade oder Marzipan gedruckt. So, das Bild speichern wir als PNG. Am besten wieder unter war.www, damit es gleich im richtigen Ordner ist. War.www, Knoppix-Tage, dort open SCAD. Katze.png.
So, das hat mit dem Translate 200 jetzt natürlich nichts zu tun, mit den 200x200 Pixeln. Schreibe ich 300x300 hin, dann stimmt es auch noch ungefähr. Surface Katze.png. Und los. So. So, jetzt haben wir da einen richtigen Klotz hingepfeffert. Was ist passiert? Ja, wenn man sich das Bild im Original anguckt und weiß, dass das ja Höhen sind, weiß hat den Graustufenwert 255. Ja. Das heißt, das Bild ist 255 hoch. Schwarz hat den Graustufenwert 0. Das heißt, es geht bis ganz nach unten, hat da an der Stelle quasi ein Loch drin. Ja, das ist beides nicht unbedingt optimal. Und bei so einem Bild möchte man ja eigentlich auch eher, dass das Gezeichnete nach oben rausgeht und nicht nach innen rein. Wir müssen also entweder hier in dem Originalbild die Farben umdrehen oder wir sagen in der Surface-Funktion, dass er die Farbwerte anders interpretieren soll. Invert gleich True. Sieht schon anders aus, allerdings auch nicht mehr so wirklich nach Katze. Ja, warum? Es ist einfach viel zu hoch. Ja. Also, was müssen wir machen? Wir müssen skalieren, und zwar in der Z-Richtung. Scale 1,1. Ne, X und Y lassen wir, wie es ist. Und in der Z-Richtung, na, wenn das 200 hoch ist, dann müssten wir 0,05 etwa verwenden. Ja, jetzt sieht das Ganze schon besser aus. Ja, wenn man jetzt ranzoomt, dann sieht man zwar, dass es Pixel hat, aber die sind so minimal, dass der Drucker das gar nicht bemerken wird, dass das einzelne Pixel sind, weil die Druckerauflösung ja mit 0,4 mm im Bereich von 3 oder 4 dpi liegt. Also es ist nicht wirklich sinnvoll, Bilder mit höheren Auflösungen vom 3D-Drucker machen zu lassen. Auch wenn der einen Laser hätte oder so, da lohnt sich dieser Speicheraufwand gar nicht, weil die im Endeffekt als Relief nur eine ganz grobe Auflösung haben müssen. Ja, da ich hier mit einem druckabhängigen Pinsel gearbeitet habe, fallen diese Pixel auch tatsächlich zum Rand immer schön ab. Ja, wir haben also so eine quasi Gebirgestruktur hier drin. Wenn da so einzelne nach oben hervorstechen, ist das nicht dramatisch. Der Drucker kann so fein gar nicht auflösen und wird das dann eher so auf eine Art Linie oben drauf legen. Man könnte jetzt theoretisch auch nochmal Minkowski drüber laufen lassen. Aber wie gesagt, bei so vielen Bildpunkten kann man einen guten Tag warten, bis irgendwas am Bildschirm passiert. So, das zweite Problem müssen wir noch lösen, dass nämlich diese Platte unten drunter eigentlich gar nicht da ist. Diese gelbe Oberfläche, die hat ja die Höhe 0. Wenn das weiß ist und vorher die Maximalhöhe hatte, ist es jetzt schwarz und hat die Minimalhöhe. Das heißt, nach dem Drucken haben wir eher einen Keksausstecher als ein Bild. Wir müssen also hier tatsächlich noch was drunter setzen, nämlich eine Platte, wo das Ganze dann fest ist. Ja, die Grundplatte, die kann so groß sein wie das Bild. Cube. Wie groß war das eigentlich? Das war 300 mal 200 hatte ich das gemacht. Also 300 in X, 200 in Y-Richtung. Und wenn es 5 mm in der Höhe hat, dann reicht es durchaus, dass es immer noch auf der Platte klebt. Ja, und weil das Bild ja jetzt negativ ist, geht es quasi nach unten in den Bildschirm. Das heißt, die oberen Pixel, die sind auf der Nullebene, die unteren Pixel sind im negativen Bereich. Jetzt können wir entweder diesen Cube nach unten verschieben oder das Bild nach oben. Ich entscheide mich mal für Letzteres. Translate 0, 0. Ja, und die Höhe des Bildes 256 mal 0,05. Bin ein schlechter Kopfrechner, leider. Dann machst du einen Maximum Scale. Das stimmt, das ginge.
Ja, das ist eine gute Lösung. Aber dann skaliert der Cube natürlich mit. Das heißt, hier müsste ich dann auch... Ja, natürlich. Also... Und 255 nach oben. Und die schließende Klammer von unserem äußeren Translate nicht vergessen. Ja, passt genau. Ja, hervorragende Idee. Ja, jetzt ist also unsere Grafik genau oben auf der Platte. Ach doch, da ist eine Lücke dazwischen. Wie kommt das denn? Es kann sein, dass ich nicht genau 256 Graustufen habe, sondern dass die schwarzen etwas weniger waren. Da muss ich jetzt leider doch zielen. Ja, das müsste etwa passen. 200. Gut. Wunderbar. Jo, jetzt haben wir ein Reliefbild gemacht mit einer Grundplatte und ein paar druckbaren Pixeln obendrauf. So, ja, ein Reliefbild. Und das funktioniert übrigens bei Fotos auch. Ja, also bei Graustufenfotos kann man das mit Surface reinladen. Das Foto muss man vorher auf eine kleine Auflösung bringen, sonst, wie gesagt, hat es viel zu viele Pixel zum Rendern und kann dann eben ein Graustufenbild als Höhenrelief mit oder ohne durchleuchtenden Hintergrund abspeichern. Wenn ich noch 5 Minuten überziehen darf, dann würde ich gerne den Schlüsselanhänger noch machen. Übung 7, der Schlüsselanhänger. Speichern. Übung 07. So, wenn ihr den Schlüsselanhänger gesehen habt, dann habt ihr wahrscheinlich festgestellt, dass der außen so ein bisschen rund ist, ne? Also so schön eine glatte Struktur hat und nicht wie ein Zylinder so harte Ecken, ne? Damit liegt er gut in der Tasche, man tut sich nicht weh und ja, er bleibt auch weniger hängen und fühlt sich einfach besser an. Ja? Wir könnten 2 Zylinder nehmen, eine Hülle drüber ziehen als Grundplatte, aber wir haben gerade eben eine Form kennengelernt, mit der diese runden Ecken schon da sind. Das also nicht im Außenbereich die scharfen Kanten sind, sondern die sind eher so wie bei einem Rad in der Mitte. Nämlich mit 10 Minuten her. Rotate Extrude und diesem Torus, ne, mit dem Donut. Der hat außen rund, ja, also in der Mitte hat er rund und außen ist er glatt. Also davon brauchen wir 2 Stück. Module Donut. Rotate Extrude Translate 10.0, weil es zweidimensional ist, das reicht. Und den Circle D ist gleich, wie hoch soll er sein, der Schlüsselanhänger? Ja, 15 mm müsste eigentlich reichen. Da ist der Donut. Ja,
Ja, für einen Schlüsselanhänger ein bisschen hoch für meinen Geschmack. Könnte man skalieren noch. Scale. Ne, 0 skalieren ist immer schlecht. 1, 1 und 0,25. Ja, das sieht gut aus, obwohl jetzt ist er vielleicht auch etwas zu scharfkantig. Ja, so ist besser. Davon brauchen wir 2. Setzen wir wieder geschickt die Vorschleife ein. X gleich 0. Und wenn wir nur 2 Werte haben, können wir die in die Ecke-Klammer mit Komma reinschreiben. Machen den 10 cm lang, den Schlüsselanhänger. Translate. X, 0,0 Donut. Jawohl. Und jetzt brauchen wir nur noch eine Hülle drüber zu ziehen. Hull. Schön. Lässt sich immer noch drucken, ja, weil es immer noch eine genügend große Auflagefläche hat. Hat so sanfte, runde Kanten und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Text drauf. Text. Font gleich Comic Sans MS. Style gleich Bold. Und Size gleich 12 ist geraten. Ja, da dieser Text jetzt quasi in dem Schlüsselanhänger drin ist, kriegen wir ihn erstmal nicht zu sehen. Also was müssen wir machen? Linear Extrude. Height gleich 8. Da ist er. Ist nicht ganz mittig. Ja, wir könnten mit V-Line gleich Center arbeiten. V-Line gleich Center. Wo habe ich mich vertippt? Das Komma fehlt hier. Ja, noch ein Tipp. Wenn so Sachen schwer zu sehen sind in der Voransicht, dann darf man die einfärben. Die Farbe hat zwar keinen Einfluss auf den Druck, aber ist zumindest in der Voransicht sichtbar. Das geht mit Color. Und dann schreibt man die Farbe einfach als englische Farbangabe mit in die Klammer. So, ist ein bisschen zu hoch geraten. Machen wir halt gleich 7. Ja, das geht. Gut, jetzt müssen wir für den Schlüsselanhänger hier links noch ein Loch einbohren. Wie bohren wir ein Loch irgendwo rein in OpenSCAD? Wer weiß es noch? Difference, genau. Ja, und zwar müssen wir die Difference natürlich auf alles anwenden, was wir bisher gemacht haben. Schlimmstenfalls bohren wir das Loch sogar durch einen unserer Buchstaben durch. Difference. Und die Difference soll gebildet werden zwischen allem, was wir bisher gemacht haben. Union. Falsch, 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 falsch. So, ein Leerzeichen und da ist die schließende Klammer. Und ein Loch bohrt man zum Beispiel mit einem Zylinder. Durchmesser gleich, das ist geraten, 5. Höhe gleich 10. Der darf ja eigentlich beliebig hoch sein. Und wenn ich ihn gleich zentriere, dann sitzt er hier im Mittelpunkt unseres Koordinatensystems, geht natürlich genau hier an der Stelle durch und ist nach oben und unten gleich lang. So, naja, er durchbohrt jetzt halt
auch noch die anderen Sachen. Wir setzen ihn am besten doch ein bisschen nach links. Translate. Minus 5, 0, 0. So, ja, das könnte klappen. Gut, und jetzt machen wir aus dem ganzen Ding noch ein Modul mit Parameter, dass man einfach den Text, der da drauf steht, jederzeit verändern kann. Modul Schlüsselanhänger Text gleich mein Name. Länge gleich 100 und tauschen folglich alles, was jetzt feste Zahlen hier unten hat, aus durch diese beiden Variablen. Länge und hier den Text. Ist übrigens kein Problem, wenn eine Variable und eine Funktion gleich heißen. Er nimmt immer die, die im jeweiligen Gültigkeitsbereich passt. Ja, man kann also auch schreiben Text gleich Text. Wenn hier in Text nochmal eine Variable Text drin gewesen wäre. So, Difference zu Ende und unsere Funktion zu Ende. Gut. Wenn ich jetzt F5 drücke, passiert natürlich erstmal nichts, weil ich das Modul noch gar nicht aufgerufen habe. Jetzt kann ich also das Modul aufrufen mit Schlüsselanhänger Marie. Dann wird der Text, der Name ausgetauscht durch Marie. Die Länge wird konstant gelassen, wie sie vorher war. Ja, die müsste ich jetzt noch anpassen. 50 vielleicht. Ja, passt ungefähr. Oder 40. Ja, geht auch. Und jetzt haben wir ein Modul, was wir jederzeit aufrufen können mit einem Namen und einer Länge, um diesen Schlüsselanhänger zu generieren. Natürlich kann man den jetzt noch verfeinern, um das Loch herum nochmal eine Verstärkung machen oder Abstände oben in das Modul reinschreiben, wie der Font angeordnet werden soll, der Zeichensatz, oder auch, dass man diesen Zeichensatz nachträglich ändern kann, wenn man diesen Parameter hier oben reinschreibt. Aber da wisst ihr jetzt, wie es geht und müsstet das auch selbst hinbekommen. Ja, ein Tipp noch, wenn man senkrecht druckt, wird es genauer, weil der Drucker in der vertikalen immer die höchste Auflösung hat. Das kann man also im Slicer drehen oder man kann es hier schon drehen, indem man vor den Schlüsselanhänger dann nochmal so ein Rotate um die X-Achse um 90 Grad macht. Ich lasse es mal rendern. Speichern nicht vergessen. Speichern als STL. Schlüsselanhänger.stl und im Slicer Schlüsselanhänger.stl www.knoppigstage OpenSCAD Schlüsselanhänger. Na, so sieht's aus. Drehen wir um 90 Grad um die X-Achse. Bisschen Stützmaterial unten drunter kann nicht schaden, aber das kann man unter Print Settings als Brim einstellen. Das macht so eine kleine Schürze. Setze ich mal auf 15 mm. Ja, so sieht's aus. Na, unten drunter diese Platte, die kann man später abbrechen und obendrauf der Schlüsselanhänger mit Füllung, Bienenwabenmuster und dem Schriftzug an der Seite. Ja, der ragt jetzt schon um einiges raus, also da kann es sein, dass man mit Stützmaterial hier unten arbeiten sollte, damit die Schrift nicht unten zerfließt. Oder man macht die Schrift doch etwas flacher und lässt sie nicht zu weit aus dem Schlüsselanhänger rauskommen. Hat
das wird nochmal, das wird jetzt durch diese Rotation der bessere Ausdruck? Genau, ja, weil in der Vertikalen habe ich eine Auflösung von 0,1 bis 0,05, also sehr, sehr fein. Die Druckdüse ist aber 0,4 breit. Ja, wenn ich es also horizontal drucken würde, dann kann ich diese feinen Konturen von den Buchstaben gar nicht mit dem Druckkopf nachfahren, weil der selber eine gewisse Dicke hat und da muss man nochmal 0,2 mit draufrechnen, damit sich die Bahnen überlappen können. Also man fast 1 mm Breite, man kann nichts Dünneres drucken in dieser Richtung. Während in der Vertikalen, da kann ich durch diese Spindel ja, fast beliebig kleine Abstände machen zwischen den einzelnen Bahnen. Ja, wenn man nah ranzoomt, sieht man die hier, die einzelnen Bahnen. Ja, und je feiner ich die wähle, ich kann ja hier vorne zum Beispiel auch sagen, ich möchte eine Schichthöhe von, also unter Printer Settings gelandet, Schichthöhe von maximal 0,1 und dann lasse ich es nochmal neu rendern. Dann wird man gleich im Ergebnis sehen, die Bahnen werden dann so klein, dass man die kaum noch sieht. Also im Moment sind sie 0,3 bis 0,2 und jetzt dürften sie eigentlich, rein optisch sehe ich es jetzt nicht, aber vielleicht wenn man wieder etwas rauszoomt, dürften sie eigentlich nur noch 0,1 hoch sein. Print Settings, Extruder 1, 0,1, eigentlich steht es da. Machen wir das hier rein. 0,1 ist auch ungefähr das Kleinste, was ich mit meinem T-Board drucken kann, also mit dem kleinen Drucker, der die ganze Zeit jetzt immer die Schlüsselanhänger in ABS gedruckt hat. Ja, jetzt sieht man es. Na, die Auflösung ist hier schon so fein, dass man kaum noch Bahnen sieht. Kannst du mal vergleichen, wenn es nicht gedreht wäre? Rotate um minus 90 um die X-Achse und nochmal exportieren, ja, auch wieder mit 0,1. Ja, hier sieht man es jetzt halt deutlich. Das ist die Breite der Bahn, die man deutlich sehen kann hier oben. Ja, während man hier am Rand, wo die Auflösung hoch ist, sieht man fast überhaupt nichts, dass es irgendwie aus einzelnen Bahnen besteht. Deswegen drucke ich Breitschrift und alles, was besonders fein aussehen soll, immer senkrecht. Übrigens auch die Reliefbilder, die werden besser, wenn man sie senkrecht druckt. Da muss man halt unten drunter noch so einen kleinen Sockel drunter drucken, dass sie nicht umkippen während des Druckvorgangs. Und damit bekommt man wirklich sehr feine Sachen. Ja, und in der Horizontalen habe ich auch keine Möglichkeit, außer eine dünnere Düse zu nehmen, dort die Auflösung wesentlich zu verbessern. Gut, ich denke, damit wären wir eigentlich mit den fortgeschrittenen Sachen durch. Das mit dem Importieren, das ist noch eine Kleinigkeit. DXIF-Profile aus AutoCAD zu importieren und rotieren zu lassen mit Rotate Extrude, da gibt es so einen Sockel, oder bereits fertige Gegenstände von Thingiverse zu importieren mit Import und dann an beliebige Stellen zu rücken, mit den anderen quasi zusammenzukleben. So bekommt man dann neue Figuren aus alten heraus und das mit dem selber Module schreiben, das haben wir eh schon gemacht. Die Schrift, die du über den Zylinder gelegt hast, beziehungsweise über die diese rotierte Schrift. Ja. Eine rotierte Schrift könnte ich hier noch reinschreiben, ich mache das aber hier nur als Kommentar. Schrift um Zylinder rotieren lassen. Mein Text gleich Hallo Welt. Vor i gleich 0, Doppelpunkt, Länge von mein Text. Achso, zunächst ist das mal. Genau. Okay. Ja, ich möchte jeden einzelnen Buchstaben rotieren lassen, bis ich um den Zylinder einmal rum bin.
Rotate 0 um x, 0 um y, 360 Grad geteilt durch Länge, Moment, habe ich es richtig? Ja, Länge mein Text mal i. Ja, dann hätte ich es wirklich einmal rum. Wenn ich nur die Hälfte vom Zylinder beschriften möchte, dann würde ich 180 schreiben. Dann ist der Text auf einer Seite vom Zylinder und auf der Rückseite ist noch Platz. So, da muss jetzt halt jeweils ein Wort Text kommen. Der Text wird ja normalerweise erstmal flach gezeichnet. Den muss ich also mit Linear Extrude rausholen, kippen und dann an die richtige Stelle positionieren. Also, ich fange mal innen an, Text. Mein Text von i. Font und so weiter lasse ich weg. Linear Extrude. Height gleich 5 zum Beispiel, das sollte ja reichen. Das muss ich um die X-Achse kippen, damit es nach oben geht. Also 90,0,0. Und das wiederum mit Translate nach außen bringen. Ja, in dem Fall nach vorne, also ein negatives Y. 0,0, -20. Ne? Wenn der Zylinder D gleich 40 hat oder R gleich 20, dann müsste ich mit minus 20 den Text auf die Oberfläche holen. Gut, das dürfte es gewesen sein. Wir können es mal ausprobieren. Wobei der Text, ja, so ziemlich, na gut, gedreht hat er sich, die Buchstaben sind etwas groß. Hätte ich wohl etwas weiter nach draußen transportieren müssen. Minus 60. Ja, bis zu weit. 50. Bitte? Das ist eine Z-Achse. Ich habe es um die... Ach, ja, natürlich, danke. Um die Y-Achse wollte ich das ja legen. Deswegen dreht er sich nicht. 20. Ja, genau, 30. Gut. Und das Ganze nochmal 300 nach rechts. Translate 300,00. Oder tatsächlich nach oben, dann kann man es um das Koordinatensystem rotieren lassen. 50. Ja. Noch stimmt der Winkel nicht ganz, das liegt an dem Aligning. Align gleich H-Align Center. Dann sind die Buchstaben am Anfang zentriert und verlaufen besser. Gut. Problem ist halt hier Proportionalschrift, das heißt dünne Buchstaben. Die stehen da so ein bisschen verloren, während die dicken Buchstaben fast ineinander übergehen. Wenn man das korrigieren möchte, wird es ein bisschen komplizierter. Da muss man für jeden Buchstaben festlegen, um wie viel Grad er gedreht werden muss. Wenn es wirklich sauber aussehen soll, kann man das machen. Ansonsten würde ich es auch so lassen. Ja, und innen drin kommt dann halt der Zylinder. Und wenn es statt einem Zylinder ein Kegel ist, dann mache ich in dieses Rotate eben auch noch eine Drehung in, um die Y-Achse rein. Dann kippen die Buchstaben etwas und liegen dann quasi auf dem Kegelstumpf so auf. Zum Beispiel 10. Nein. Das war die falsche Richtung. Das muss eigentlich...
Nee, auch nicht. Tätextrude oder ist es in der falschen Stelle rotiert? Achso, ja, hier muss es rein. 20. Ah, schon wieder nicht getroffen. Ja, so rum. Gut, ja, jetzt kippen die Buchstaben quasi so nach hinten. Damit könnte man sie auf den Kegel drauflegen. Ich könnte mir vorstellen, dass in zukünftigen OpenSCAD-Versionen auch so Sachen gehen könnten, wie ich mache was auf einen Cube und dann verdrehe ich diesen Cube, also biege den quasi. Das ist eine relativ komplexe Transformation, die bisher niemand eingebaut hat, aber wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Grundsätzlich geht es aber mit dem Rotate und dem Linear Extrude auch ohne Probleme. Wenn man nicht proportionale Schrift nimmt, dann sind die Buchstaben auch alle gleich breit. Gut, dann wären wir durch mit dem fortgeschrittenen OpenSCAD und jetzt bräuchten wir eigentlich noch eine Woche, wo man eigene Projekte macht mit OpenSCAD und die dann auf unseren 3D-Druckern drucken lässt, aber dafür haben wir dann vielleicht, wenn ihr Zeit und Lust habt, den Februar für die nächsten Knoppix-Tage. Jo, also besten Dank fürs Kommen, fürs lange Durchhalten und hoffe, es hat Spaß gemacht, auch wenn es jetzt sehr viel Programmieren war.